Es ist ein toller Tag für ein Rennen hier in Le Castellet und die Fahrer treffen letzte Vorbereitungen auf dem Starterfeld. Hoffen wir also auf einen spannenden Wettbewerb hier beim Großen Preis von Frankreich. Eine Runde auf dem Circuit Paul Ricard besteht also aus 15 Kurven auf einer Gesamtstreckenlänge von 5,8 Kilometern. Die Fahrer müssen ihre Autos speziell am Ausgang der Vollgaskurve 10 sorgfältig positionieren, um bereit für die Rechtskurve 11 mit den zwei Scheitelpunkten zu sein. Man sollte am Ende der Start- und Zielgeraden und in der harten Bremszone von Kurve 8 auf mögliche Überholmanöver gefasst sein. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Naja, Heiko, man muss mit dem Gaspedal schon etwas aufpassen. Man muss diszipliniert bleiben und darf nicht versuchen, das Rennen schon in der ersten Runde zu gewinnen. Manchmal muss man auch den Fuß vom Gas nehmen, um den Abstand zu den anderen zu vergrößern. Es zahlt sich zwar manchmal aus, im Pulk als Letzter zu bremsen, aber es ist auch ein leichter Weg, seinen Frontflügel zu verlieren. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Perez, Fernando Alonso und Leclerc, Gasly, Stroll, Vettel und Lando Norris, Tsunoda, Ricciardo, Esteban Ocon und Sainz, Giovinazzi, Latifi, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Raikkonen und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Sehr gut. Reife Leistung.
aufgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,9 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Du hast das Rennen gewonnen. Großartige Leistung heute.
An der Leistung auf der Strecke gab es heute nichts auszusetzen. Ein sehr verdienter Sieg. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Die Sieger begeben sich nun auf das Podest und das Team von Alpine hat erneut gezeigt, was man für ein erfolgreiches Formel-1-Team benötigt. Ein wohlverdienter Erfolg für die Truppe aus Frankreich. Dank eines beeindruckenden Resultats heute übernimmt Fernando Alonso die Führungsposition in der Meisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Fernando Alonso. Egal wo oder für welches Team er fährt, er ist immer brillant. Er liefert einfach jedes Mal eine großartige Vorstellung ab. So wie heute. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.